Ihr Lieben, Werder Bremen baut sich eine neue Zukunft. Wir brauchen ja sehr viele junge Spieler, aber wir brauchen auch etwas für die kommende Saison für unsere Profimannschaft. Aktuell spielt Düsseldorf eine hervorragende Saison. Sie können aufsteigen. Sie haben einen tollen Mann in der Mannschaft. Bevor ich großartig die Werder-Videos eingestiegen bin, haben schon andere YouTuber mal darüber berichtet. Wir berichten da jetzt nochmal drüber, weil es Werder aktuell wohl sehr weit ist mit den Verhandlungen. Die steigen auch ein auf Transfermarkt.de mit 42%, was sehr hoch ist. Er ist an Düsseldorf nur ausgeliehen und ja, könnte man für 7 Millionen könnte man den schießen. Ist die Frage, ist der Mann 7 Millionen wert oder wird Werder das Geld investieren? Schauen wir uns den jungen Mann einfach mal an, über den wir jetzt reden wollen. Zack. Das ist einmal der, du hast auch schon Toslis von Fortuna Düsseldorf, der Grieche. Der hat hier damals 5 Tore geschossen. Das war aber noch die Saison 2023. Christos Toslis ist bei Fortuna Düsseldorf voll eingeschlagen. Jetzt spricht der neue Griechenflitzer über seinen Traumstart und seine persönlichen Ziele in dieser Saison. Mit großen Hoffnung hatte Fortuna Düsseldorf Anfang August die Leihe des neuen Griechenflitzers Christos 21 verkündet. Dass der Offensivmann dann aber derart einschlägt, damit hätte bei Rot-Weißen aber wohl kaum einer gerechnet. 5 Tore stehen nach 5 Pflichtspielen für Christos zu Buche, lediglich bei 1-2 gegen Paderborn sein Ligadebüt bei Fortuna Düsseldorf. Am 19.08.2023 hat der Grieche ausnahmsweise nicht getroffen. Keine Frage. Christos ist aktuell der überragende Angreifer der Düsseldorfer. Ja, die Frage, ob die aufsteigen werden. Hier haben wir einmal sein Profil nochmal bei transfermarkt.de. Er ist nur ausgeliehen. Die Leihe endet quasi am 30.06.24. Markt wird 7 Millionen. Die Frage auch, ob man den für 7 Millionen auch kriegt. Denke ich nämlich nicht. Wenn der Marktwert von 7 hat, dann werden die bestimmt 8 anpeilen oder 9. Er kann die Linksaußenposition spielen, ist 1,79 Meter groß, ist gebürtiger Grieche, ist jetzt 22 Jahre alt, hat 5 gelbe Karten kassiert in 29 Spielen, 19 Tore geschossen und 7 Vorlagen. Startelfquote hat er 87%, Spielminuten hat er 82% und Torbeteiligung hat er 38%. Er kann quasi links außen, rechts außen und im Mittelsturm eingesetzt werden. Aber er bevorzugt eigentlich die Linksaußenposition. Der höchste Marktwert war mal bei 12 Millionen. Also der ist gerade wieder am Fallen, ehrlich gesagt. Aber ich denke mal, nach der Transferphase und der Saison wird er wieder hochgehen. Es kann sogar sein, dass er dann die 10 Millionen wieder hat. Bei 12 war er mal. Da sehe ich ihn vielleicht nicht, weil er zweite Liga kickt. Aber ist die Frage, ob Werder denn leiht oder kaufen wird, weil der ist sehr oft wohl ausgeliehen worden. Nur Bish City hat ihn mal, ja, quasi gekauft. Für 11 Millionen. Er hat insgesamt 34 Spiele gemacht, 21 Tore geschossen, 8 Vorlagen gegeben. Er braucht pro Tor 131 Minuten und hat insgesamt 2731 Minuten gespielt. Gehen wir nochmal auf seine Leistungsdaten. Sehen wir ihn nochmal ein bisschen genauer an. Da können wir nochmal genau sehen. Hier links außen hat er 28 Mal gespielt. Mittelstürmer hat er 3 Mal gespielt. Rechts außen Stürmer hat er 2 Mal gespielt. Und er hat sogar ein einziges Mal im Mittelfeld aushelfen müssen. So. Am Anfang ist er noch immer eingewechselt worden, aber dann hat er eigentlich fast immer nur Stamm gespielt. Wo er die meiste Einsatzzeit gekriegt hatte, Verletzungen. Da hat er mal eine Gelbsperre gehabt, sieht man jetzt gerade nicht. Das ist schon mal gut. Ja, keine Verletzung, das ist schon mal sehr gut. Er foult ein bisschen gerne. Das könnte man hier noch abtrainieren. Ansonsten hier bei Nationalmannschaft für Griechenland spielt er. Da hat er für Griechenland die Herren 13 Spiele gemacht, ein Tor geschossen, für die U21 mal gespielt, 7 Spiele gemacht, 6 Tore geschossen, für die U19 hat er mal 3 Spiele gemacht, nichts geholt, und Griechenland U17 hat er mal 9 Spiele gemacht, 6 Tore geschossen. So.
Ja, sagt mir einfach, wie ihr den Spieler findet. Ich weiß, da haben andere YouTuber schon mal drüber berichtet gehabt. Aber ich glaube, es könnte gut zu Werder passen. Das ist hier auch der junge Mann. Hier ist nochmal der Wikipedia-Eintrag. Ja, ist eigentlich so ein Flügelspieler mit 1,76 m. Ist auch nicht gerade der Riese, ne? Wenn er Torbeteiligung hat, die so hoch sind und viele Tore schießt, ist das natürlich optimal. Wir können ihn, glaube ich, gut einbauen, wenn wir unser Spielsystem verändern werden. Da deutet ja alles so ein bisschen drauf hinaus. Das könnte jemand sein, wenn so Ducci oder sowas geht, dass man dann für dasselbe Geld das wieder reinvestiert. Ansonsten sehe ich das nicht. Ich glaube nicht, dass wir da die 38 Millionen gleich alles auf den Kopf hauen werden. Die werden höchstens so ein, ja, wenn sie Spiele abgeben, gegenfinanzieren. Das macht auch Sinn. Aber wenn Ducci nicht gehen sollte, wird er nicht kommen. Gehe ich nicht von aus. Aber sagt mir mal eure Meinung. Das war ja meine Meinung. Was sagt ihr für den Spieler? Findet ihr ihn top? Wollt ihr ihn haben oder findet ihr ihn eher flop? Wisst ihr, ob der überhaupt die zweite Liga, die erste Liga schafft, meine ich? In der zweiten Liga performt er ja gerade über. Ist die Frage. Er ist auf jeden Fall sehr jung. Wenn Marvin Ducci für 7 Millionen oder vielleicht für 9 geht, können wir das Geld reinvestieren. Und ich gehe davon aus, dass sowas in der Art passieren wird. Der ist noch jung. Da können wir ordentlich noch Transfersummen mit erzielen, wenn wir ihn vielleicht mal verkaufen, wenn er weiterhin so torgefährlich ist. So, man merkt das noch ein bisschen an mir. Ich fühle mich immer noch nicht ganz wohl. Ich liege immer noch mit Sommergrippe flach. Also verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle. Denk nochmal hier an unser Buch, was ich geschrieben habe: Die Leiche tanzt um Mitternacht, die beste Mord. Ein spannender Krimi. Für jeden Sommer auf jeder Wiese geeignet zum Lesen. Habe ich schön groß geschrieben, dass man auch nicht mal eine Brille braucht. Und ich hoffe, der Krimi gefällt euch. Ansonsten macht's gut, wir sehen uns und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.